Carlos Bernegger, Sie sind neuer Trainer des FC Luzern. Was gab den Ausschlag für Ihre Zusage? Persönlich, privat und beruflich stimmt. Die Herausforderung, die FC Luzern mich bietet, ist das genau, wo ich immer als Traum verfolgt habe. Dann habe können sie jetzt verwirklichen und die richtige Balance in diesen zwei Aspekten, persönlich, privat und auch als Trainer und gleich meine neue Arbeitgeber, haben dazu geführt, diese Herausforderung anzunehmen. Sie gelten als feuriger Gaucho, großer Motivationskünstler. Was muss der FC Luzern von Ihnen erwarten? Sie haben auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchsbereich und das ist ja auch die Philosophie des FC Luzern. Ja, richtig, aber letztendlich, wir werden nicht nur mit der Motivation spielen. Das gehört dazu in eine berufliche Auffassung, die man muss noch haben, wenn man in einen so großen Verein schafft. Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, eine Spielidee, ein Konzept in das Offensiv und in das Defensiv umsetzen, die uns erlaubt, die Spiele noch gewinnen zu können. Und es ist klar, die Gemütszustand beeinflusst. Ich bin in meiner Rolle dort verantwortlich, dass dieser Gemütszustand stimmt. Und ich werde meine Mittel daran bringen, dass wir in der Lage sind, wie gesagt, in der Spielidee und gleichzeitig in der Gemütszustand von das Team bin ich verantwortlich und ich werde alle meine Möglichkeiten daran setzen, dass effektiver und produktiver ist. Zudem, Sie sind zwar Argentinier, aber Sie sind der erste FC Luzern-Trainer mit Entlebucher Wurzeln. Ja, das ist das sehr sympathisch, wo man kann, wie man das nennen kann. Es hatte eine spezielle Bindung. Ich fühle mich wohl jedes Mal, wo ich hier gekommen bin. Und das stimmt, dass dann meine Großmutter auf der Region kam. Und das ist natürlich ganz speziell in der gesamten Geschichte. Carlos Bernegger, danke vielmals für das erste Gespräch. Wir drücken die Daumen in die ganze Region, dass wir es schaffen und wir sind überzeugt, dass wir es schaffen werden. Das brauchen wir. Wichtig, dass wir eine Einheit sind zwischen Team, zwischen Management und das Publikum mit dem Enthusiasmus, mit dem Optimismus und konstruktives Denken kommt, um so die Herausforderung gemeinsam und die Kraft richtig konzentrieren und diese Herausforderung erfolgreich richtig zu bestehen. Danke, alles Gute.